Es wird kalt auf den Straßen und wir brettern nach Alaska, setzen uns in den Truck und gucken, was wir hier erledigen sollen in Alaska Road Truckers. Ich bin mega gespannt. Wir gucken natürlich wieder blind rein ins Game und schauen, was uns hier erwartet. Ja, vor Monaten hatten wir das Game schon im Auge, als es hieß, oh, es kommt ein neues LKW-Game raus. Und da müssen wir natürlich mal reinschauen, denn hier soll man jede Menge machen können. Und wir gehen direkt rein und gucken. Ja, nehmen wir uns doch hier ein. So, so einen entspannten. Alter, auch nicht schlecht, aber der sieht eher aus wie Büro. Alter, er ist aber auch ein ganz verwegener, ey. Mit Brille. Da sehe ich mich aber schon. Verdammt, ich habe keine Brille. Und den kann man erst freispielen da unten. Alter. Aber nicht schlecht. Wir nehmen den mega coolen Dude. So, Profil. Auch so, Name auch noch. Alden Wemser. So. Perfekt. So, jetzt. Halten. Good morning, truckers of Alaska. Josh from Truck Stop Radio here. Ja, it's a beautiful day outside with clear skies and the sun shining bright, making it a great day for a long haul. I hope it's the last breath of winter, folks. The plan. So it's your last day, huh? Here are your keys. Danny outside has the shipping documents. Well, good luck starting your own business. I heard the previous owner left a welcome package at your new place. Maybe it's something useful. Although myself, I'd rather get a cake. Also, geiles Intro schon mal. Don't let rain or snow spoil your travels. Here's wishing you a safe and successful journey ahead. Ja, und so kommen wir rein hier in den ersten Auftrag oder ins Game. Das ist der Start. Und es fühlt sich... Yeah, Roadside Motel. Road Studios haben das Game entwickelt und gesponsert. Vielen Dank dafür. Ich bin übelst gespannt. Es sieht schon mal vernünftig aus. Es sieht richtig gut aus. Es ist ein ganz cooler Grafikstil. Realistisch, aber vielleicht so ein bisschen, auch mit diesen Umrandungen natürlich. So ganz leicht der Comic-Stil. Ich guck mal, ob ich da noch ein bisschen dran rumfummeln kann. Also, das sieht alles schon ganz gut aus. Alles auf hoch eingestellt. Perfekt, so soll das sein. Also, dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Die Frau, die leuchtet hier so. Ah, okay. Logistikstandort, Raffinerieausstattung. Das sollen wir jetzt transportieren wahrscheinlich. Und wir klicken drauf. Zack. Und haben es, jawohl, Anhänger anschließen. Der Auftrag ist drin. Jetzt müssen wir den Anhänger anschließen. Alter, ob es laut ist, ich mach's nochmal ein bisschen leiser. So, und das war, glaube ich, schon zu sehen vor Monaten, da gab's ja schon so Videos dazu, dass man hier eben tatsächlich so richtig auch interagieren muss und hier alles andere machen muss als nur LKW fahren, sondern eben auch hier den Anhänger anschließen und solche Sachen, ne? Ne, wieder abmachen wollen wir nicht. Wir müssen an der Seite ran. So, stöpseln wir wieder dran. Was war hier unten noch? Ah, okay, wir steigen hier drauf und steigen dann da runter. Alles klar, heruntersteigen von da. Und dann können wir hier an der Seite noch die Stützen hochkurbeln. Na guck, Alter, jetzt haben wir hier aber mal so richtig... Was machen wir denn? Halten? Oder muss ich hier tatsächlich... Nee, tatsächlich halten. Jawohl. Reingekurbelt. So. Perfekt. Und dann sind wir damit auch durch. Und dann können wir rein. Ist denn unser LKW fit? Der Knallrodel? Alter, was eine riesen Kabine hier hinten, ne? Ich bin ja gespannt, ey. Wie das jetzt aussieht. So. Okay, aussteigen direkt. Wir haben hier die Zündung. Wir können die Heizung einstellen. Einfach nur mit drauf gucken. Das ist aber nicht schlecht. Radio, Handbremse drücken.
Funkgerät oben haben wir nicht oder vielleicht noch nicht. Sonnenblende? Eher cool. Eher sehr cool. Was haben wir hier? Nee. Alter, jetzt können wir hier pennen oder was? Okay, das ist ja mal... Nee, und eine Mikrowelle. Wir können tatsächlich uns ein Mikrowellenessen hier machen. Container interagieren. Sachen einlagern. Nee, abgefahren. Was haben wir hier? Schrank. Motoröl, Wintermantel, Kühlmittel. Und hier könnten wir dann pennen. Ich drücke da jetzt mal nicht drauf. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier ist noch was. Tiefkühlpizza. Ah, Alter. Das ist ja der Hammer. Okay, wie kommen wir denn jetzt hier wieder zurück? Da. Ab ins Fahrerhaus reinkrabbeln wieder. Ist das cool? Da, das hat aber schon wieder... Das hat ja mal richtig Style. Leuchten machen, aussteigen. Oder muss aufpassen, dass du während der Fahrt nicht aus Versehen aussteigst, ey. Zack, machen wir schon mal Beleuchtung an. Heizung. So, schön warm machen. Differential brauchen wir erstmal noch nicht. So, was haben wir noch? Erstmal Zündung. Auf entspannt. Ganz entspannt. Können wir rausgucken? So, erstmal irgendwie nicht. Müssen wir noch irgendwas machen? Nee, ne? Handbremse lösen. Okay. Und es geht los. Jawohl. Ich hocke hier quasi direkt vor der Map. Von daher, ich verdecke hier nicht wirklich was Sinnvolles. Eine Essensanzeige haben wir hier unten. Und ansonsten... Ah, es geht automatisch. Ich dachte schon, ich müsste gleich die Schranke hochheben. Okay. Drücke C. Kamerawechsel. Yeah, baby. Here we go. Hat aber auch einfach Style. Ich weiß gar nicht, in welchem Modus ich das fahre. So von außen ist zwar immer ganz cool, gerade für so lange Strecke, dass man ein bisschen was sieht. Aber in so engen Kurven und so. Nochmal eine andere Ansicht und dann sind wir wieder in der Innenansicht. Da haben wir die Außenspiegel. Hoppala. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ob ich einen Controller anschließe dafür? Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? Einfach chillig mit dem Controller. Guck mal, Navi haben wir da unten auch. Also das, was ich jetzt hier unten auf meiner Minimap habe, wo ich quasi gerade vorsitze, das sieht man auch hier in der Mitte. Stoppschild. Ob es Strafen gibt? Ich meine, hier ist ja keiner. Alter. Da hinten hüpfen die Elche. Ist das krass. So, legen wir los hier. Oh, Gegenverkehr. Alter, zieh. Kurbel, 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 Kurbel. Nein, das gute Schild. Hey, ich war's nicht. Ich war das nicht. Das war ein Elch. Hundertprozentig war das ein Elch. Aber was für einer. So, wait a minute. Ich glaube, ich bleib mal hier so ein bisschen. Ich bleib mal erstmal hier im Haus drin. Das ist ja wild, ist das ja. So. Was ist denn jetzt der Auftrag? Wo sehen wir denn? Ach so, genau, wir sind am Navi ja schon, das ist eingestellt. Da müssen wir hinfahren, das heißt automatisch brettern wir jetzt quasi, was heißt automatisch? Wir fahren da jetzt hin. Treibstoffpegel niedrig. Wait a minute, mach mal keinen auf den. Oh, da ist eine Tanke. Ah, perfekt. Ach, guck mal, wie das schön alles hier übersichtlich ist. Sehr schön. Die Sternchen. Interessante Orte, okay. Können wir natürlich auch ausstellen. Aber wir lassen erstmal alles an. Tankstellen, Läden. Logistikstandorte. Ah, okay. LKW-Werkstätte. Da sehe ich gerade noch nicht so wirklich was. Oha, da müssen wir aufpassen. HQ, das Hauptquartier, ist quasi da unten, wo wir hinfahren. Wir müssen da hin und brettern jetzt hier von hier. Okay, wir sind hier losgefahren
Und das war ein Logistikstandort, war das. Und da haben wir jetzt eben 4 Stunden Zeit. Ja, 4 Stunden, 2 Minuten. Wir sind noch just in time. So gehört sich das. Cooles Ding. Fühlt sich ganz gut an. Wie gesagt, alles so von den Tastenbelegungen her übelst intuitiv. Jetzt muss ich natürlich gerade ein bisschen auf Tempo und sowas achten, ne? Gibt's hier Geschwindigkeitsbegrenzung? Nicht, dass ich hier einfach durchbretter und auf einmal wii, wii, wii. Auf einmal packen sie mich. Gib mal ein bisschen Gummi, Alten. Ich muss auch noch ankommen heute. Alter, fährt er hier mit 30 oder was? Tut das Not? Müssen wir hier mit 30 fahren? Soll das so? Ich überhole doch gleich, oder? Komm, ich gebe gleich Gummi. Komm mal hier, bergab. Jetzt aber Vollgas. Drück, 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 drück. Und jetzt. Bäm. Alter, richtig dran vorbeigebreddert. Und den schneiden wir auch noch. Komm, 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 komm. Yes. Im Easy Mode. Oh, wait. Bremse, Bremse, Bremse. Easy. So, das Schild. Ui. Ah. Und die Tanke. Fuck, 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 fuck. Die Tanke, die Tanke. Die Tanke. So. So, wait, wait, wait. Gucke mal. Ach, guck mal, guck mal, guck mal. Wie gut. Wie gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen vor. Stopp. Und wir gehen mal wieder rein. Zack. Motor aus. War der Handbremse. Ist jetzt aus. Jetzt ist aus. Okay. So. Aussteigen. Ah. Ah. Frische Tankstellenluft. Ah, ja. Moment, Moment, wo war denn hier der Pnöppel? Was brauchen wir? Oh, wait. Wo sind denn meine Kohlen? Sehe ich irgendwo meine Kohlen? Habe ich überhaupt Geld? Inventory. Easy. Ich renne hier einfach mal mit 10.000 Geld rum. Gar kein Problem. Und eine Schoko. Alles klar. Schokoriegel, Alten. Den essen wir schon mal. Zack. So. 10.000 Geld. Ja, überhaupt gar kein Problem. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen beeilen, denn wir müssen ja noch Haube öffnen. Nee. Wo kann ich denn hier jetzt doch tanken? Warte mal. Wir machen ja erstmal voll. Ich weiß gar nicht, wie viel. 20 Gallons? Wie viel passt denn rein, ey? Wo sehe ich denn das? Da unten rechts. Ah, da. Ja, und wie viel passt rein? Ich baller mal 20 rein und dann sehen wir einfach, wie viel drin ist. Und dann kann ich ja nochmal tanken, ne? Oh, erstmal für den Spaß. So. Rein da, Karl Otto. Das war's schon? 19, irgendwas? Ich glaube, das ist nicht viel. Das kommt mir so wenig vor, 20 Liter in dem Truck, Alter. 20 Liter, das braucht er nur zum Starten, oder? Ja, das war nicht so viel. Ich glaube, ich drück nochmal. Kann ich nochmal? Muss ich da jetzt rein und bezahlen oder so Sachen? Moinsen! Sag mal, Alten. Kühlmittel, Motoröl, Schoko, Arznei, eine Kamera? Oh, da kommen bestimmt noch so Aufträge irgendwie. Ich glaube, ich habe direkt gezahlt, Alten. Nö, dann war's das schon. Hause. Boah, der Dosenbier. Nicht schlecht. Aber ich glaube, ich tank noch mal ein bisschen was nach. Da geht noch ein bisschen mehr rein. Hauen wir noch mal 20. Keine Ahnung. 80 machen wir nochmal. Ja, 80 müsste gehen. Vielleicht bin ich dann voll. So, zack, 80. Wow, wow. Gib ihm. Perfekt. Alter, 200 Geld. 300, ey. Knappe 80 Gallonen nochmal reingeballert. Sehr schön. Gallonen vor allem. Wie viel Liter das wohl sind. So.
Handbremse, Motor starten und wir sind fast voll. Ich hätte auch 100 nehmen können. Also, gib ihm! So, jetzt sind wir schnell wieder on the road again. Ich hoffe, werden wir hier gestriffen. Ne, da passt. Alter, da siehst du das auch nur in den Spiegel, ne? Oder man guckt einfach mal auf diesen hier. So. Geil, Alter. Macht aber schon Bock. Sieht schon gut aus, alles. Ah. Hey, hey, hey. Alter, ich glaube, ich habe ein Haar unter der Maus. Das flippt so. Aber jetzt in voller Fahrt? Naja, werden wir sehen, ne? So, und jetzt geht das. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, wir haben schon die Hälfte der Strecke. Sieht man irgendwo eine Anzeige? Ja, hocke ich auch quasi direkt davor. Oh, jetzt geht's hier bike hoch. Automatik. Oh, zum Glück ist auf Automatik, ne? Ich sage dir jetzt so mit Schalten. Also ich habe in den Einstellungen gesehen, man kann auch schalten. Man kann auf manuell und alles umstellen, bestimmt. Wahrscheinlich kannst du auch mit einem richtig coolen Setup, dich mit einem Lenker oder was, kannst du dich hier hinstellen. Alter, wie er sich hier hochkämpft, ey. Und das wahrscheinlich einfach auch mit allem drum und dran zocken. Schön mit Lenkrad. Einfach fürs Feeling. Tipptopp, ey. Oh, warte, ist das? Scheibenwischer. Na, guck. Aber Scheibenwischer war doch auf O, ne? Das hatte ich auch gesehen. Genau, das geht also auch noch. Licht natürlich wie immer. Radioeinstellung und hier und da auch alles möglich. So, nicht abbiegen, fahr geradeaus. Guck mal da, die Anzeige kommt auch. Praktisch. Und jetzt geben wir aber mal ein bisschen Schub hier. Ich weiß nicht, ob es eine Geschwindigkeitsbegrenzung... Da war gerade Limit 15, da unten steht's. Ich hock davor. Speed Limit 55 ist jetzt. Gerade war Speed Limit 15. Seriously. Und jetzt ist 55. Und ich fahre nicht 55. Wir fahren hier 46. Was ist da vorne los? Da müssen wir nochmal knaller dran vorbeiziehen. Da fahren wir einfach dran vorbei. Ich meine, wir haben Auftrag. 2 Stunden. 52 Minuten. Lübt der Lachs. So, zack, zack. Boah, Alter, in Alaska Lachse angeln. Guck dir das an. Alter, da unten, da geht einiges, ey. Ganz sicher. Was haben wir jetzt hier? 55, siehst du. Ich bin voll im Tempo. Alles tutti. So, Platz da. Passt das noch? Wird das eng? Ich glaube, das passt. Passt. Oh, 62, das ist ein bisschen schnell. Und ich muss hier gleich abbiegen. Alter, da schlingert aber. Und in die Eisen. Allen. Eieiei. Runter. Wow. Das kommt zu hart. Ja, das mit dem Lenken außerhalb ist ein bisschen sehr tricky sogar. Dann lieber doch drin bleiben. Bevor er mir gleich umkippt hier. Wieder 55 Meilen. Meine eigenen 4 Wände? Du bist in der Nähe von der Basis? Ja, tatsächlich. Warte mal, war das da gerade schon? Ja, das war meine Base. Das sah aus wie ein Schrottplatz. So, ich zoom mal ran. Alter, das Zoom, das braucht aber ein bisschen hier. Okay, nächste links abbiegen. Zack, zack, zack. Und dann sind wir auch schon da. Das ist ja richtig gut, ja. Und da vorne wird es auch schon angezeigt auf... Oh, kleiner Ruckler. Genau, da haben wir es auf der Minimap. Da wird schon angezeigt. Und dann müssen wir da jetzt gleich runter. Oha, was ist jetzt los hier? So. Genau, da sehen wir schon. Nächste links. Ich fahre mal gleich ein bisschen langsamer. Wie sagt er jetzt 25. Wollen wir uns mal ein bisschen dran halten, ne? Ob es hier irgendwie Polizei gibt oder so? Oder irgendwen, der mich hops nehmen könnte? Alter, schalte mal richtig. Gib Gummi, ey. So, komm ran hier. Und jetzt so langsam. Ich bleib mal ein bisschen langsamer. So, ja, mit dem Controller mit Sicherheit ein bisschen angenehmer. Da muss man nicht immer klick, 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 klick. Immer so nachdrücken.
sondern hält man einfach so sanft und dann geht er schön schmus in die Kurve rein. Das ist natürlich dann deutlich angenehmer. Controller-Einstellungen sind im Game auch quasi schon mit drin. Kann man auch noch ein bisschen variieren. So, und da müssen wir jetzt hin. Jetzt bin ich ja gespannt, was wir hier machen müssen. Ob wir hier jetzt richtig... Oh, guck mal, jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten. Rem. Ich fahre nochmal schön da dran. Wieso auch nicht? So. Und wie müssen wir denn? Wahrscheinlich mit dem hinteren Teil, ne? Nee, gar nicht. Schon richtig so. Perfekt. Der ist auch da. Perfekt. Dann wieder hier Handbremse schön. Zack. So. Ah. Senkt die Stützen ab. Ja, mach ich. So. Schön absenken lassen. Perfekt. Aber schön stramm das Ganze, ne? Und am besten ein bisschen aufbocken. So. Na, mach ab. Okay. Okay, dann müssen wir hier nochmal dran. Zack, abkabeln. Jawohl. Ein. Und zwei. Ja, das macht das Ganze natürlich ein bisschen komplexer hier. Das ist doch sehr gut. Dann hat man das auch. Läuft denn der Timer noch? Nee, der Timer ist stehen geblieben. In dem Moment, wo ich hier, glaube ich, draufgebrettert bin, ne? Perfekt. So, der Manager. Moinsen! Erstelle den Anhänger in einem beliebigen verfügbaren Frachtdock. Jo, wie jetzt? Habe ich doch. Trennen. Bam. Und damit ist das erledigt. Alter, und das war's. Gezahlt. Zahlung 3.800. Was haben wir ausgegeben fürs Tanken? 200, 300, 300, 400. Also 3.400 oder steht das hier? Zahlung bla bla bla. Bonus, Parkbonus. Ach. Parkbonus? Das war jetzt nicht so Aber vielleicht gibt es noch irgendwann Easy Mode, genau. Easy Mode, Ankunftszeit. Frachthaltbarkeit 99, was passiert, ey? Frachtstrafe. Wieso denn? Was ist passiert? Weil ich zu schnell gefahren bin, habe ich irgendwo eine Strafe gekriegt? Minus 400. Aber schau mal eine an. Wir haben erhalten. 3000 Ocken. Wir sind trotz Strafe und allem noch satt im Plus. Route zum Hauptquartier einstellen. Ja, da müssen wir doch nochmal rein. Da gucken wir nochmal rein. Das war ja direkt hier vorne. Perfekt. Wir könnten ihn jetzt hier aber auch... Ruf ist zu niedrig. Ne, hier können wir noch nicht hin. Okay, also abgeliefert. Perfekt. Wir sind voll getankt. Oder so einigermaßen. Drei Viertel. Dann, zack, Handbremse, Hauptquartier und gib ihm. Da brettern wir jetzt aber hier Freestyle rum, oder? Wow, wow, wow. Alter, das ist aber... Es fühlt sich aber indirekter an. Drastisch. Bisschen mehr auf die Reifen achten. Ich glaube, dann geht das. Aber das ist doch schon cool hier. So, jetzt einfach nur mit dem fetten Schlepper hier rumbrettern. Yes. Also wenn es wirklich Strafen gibt, ne? Für Überfahren von... Es hat BIM gemacht. Es hat schon wieder BIM gemacht. War das schon wieder eine Strafe? BIM. Ich glaube, das war eine Strafe. Also wenn es wirklich Strafen gibt, dann muss man tatsächlich ja ein bisschen drauf aufpassen. Oha. Das ist ja ein Ding, ey. Wer hätte das gedacht, dass man auf einmal Strafen zahlen muss? So, wait. Da vorne, genau, jetzt brettern wir hier eben durch den Wald raus. Alter, durch den Wald? Nee, fahr ich nicht. Oh mein Gott. Oh. Oh.
Power. Gesundheit allen. Nee, was ist denn ditte? Wofür soll denn das gut sein, allen? Hör mal, da steht ein Stein mitten auf der Straße, allen. Kannst du den hier ausdenken? Alter Falter. Ist da dann hier auch alles in Ordnung? Kühle Abdeckung? Brauche ich nicht. Motorhaube öffnen. So, machen wir schön auf. Perfekt. So, wie sieht das aus hier? Sicherungskasten, Löbt, Kühlmittel, Öl, auch noch alles da, glaube ich. Ja, das sieht doch noch gut aus. Ich meine, der Stein steckt da jetzt irgendwie ein bisschen im Motor drin. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sollte das passen. Na. Mach wieder dicht das Ding. So. Und mal ein bisschen Platz da hinten. Und dann rein hier in die Karre. So, halt, halt. Rum. Und gib ihm. Jo. Et kühlt. Weiter geht's. Dankeschön fürs Warten. Hause rein. So, sehr gut. Jetzt mal erstmal schön in die Base fahren, Alter. Jetzt fahren wir erstmal in die Base. Ich brauche Energy. Ich brauche was zu essen. Ja, dann machen wir erstmal direkt einen Motorcheck hier. Hat die Karre eine Wecke jetzt? Alter, ich sehe keine Anzeige, dass das halt irgendwie kaputt wäre. Alter, was ist er denn? Woran liegt? Oh, was? Woran liegt denn das? Hui! Was ist denn die Steuerung auf einmal so schwierig? Ich komme ja hier hart in die Bredouille, ey. Ich glaube, ich muss das mit dem Controller mal testen. Nächstes Mal machen wir echt Controller-Test hier, oder? Da muss doch noch was gehen, ey. So, gib Gummi. Oder liegt das einfach an der Geschwindigkeit jetzt gerade? So schnell unterwegs, dass dann die Lenkung nicht hinterherkommt? Aber so schnell war ich nicht, ne? Naja, werden wir sehen. Ja, aber das passt doch. Hier ist ein bisschen was los auf der Straße. Landschaftlich schmeckt auch. Und wir haben ja hier die Jahreszeit, ne? Oben links in der Ecke habt ihr bestimmt schon gesehen. Verschiedene Jahreszeiten. Wir sind gerade noch im Frühling. Es geht gerade noch so in Richtung Sommer. Und wow. Dementsprechend geht das dann natürlich auch so, dass wir dann hier irgendwann durch den tiefsten Schnee brettern müssen. Durch den tiefsten Schnee. Oder irgendwelche, weiß ich nicht, mit gefallene, umgefallene Bäume beseitigen und sowas alles. Also es gibt richtig Challenge noch. Können wir da einfach jetzt reinbrettern? Closed. Oh, guck mal, Hauptquartier erreicht. Hauptquartier erreicht. Wir können hier die, Alter, unser Design ändern vom Truck. Sehr schön. Büro. Einrichten, bla bla bla. Verbessern. Parkplätze. Alter, okay. Ja, nice. So, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Ich glaube, hier links. Da ist so eine Markierung. Oder vorne wird auch was angezeigt. Wir brettern erstmal hier so drauf. Du kannst damit gerade nicht interagieren. Okay, hier ist... Hoppala. Hier ist wohl irgendwas. Grim. Fahren wir noch ein bisschen zurück. Ja, dann parken wir einfach jetzt hier so. Zack. Alter. Perfekt. So, Handbremse. Zack, Motor. Zack, raus. So. Geiles Ding. Sehr, sehr cool. Was haben wir jetzt hier? Das Office. Der Klassiker. Wir können unser Office erstmal ein bisschen renovieren hier. Krasse Rechner stehen hier rum. Können wir hier pennen? Tatsache, wir können hier ausruhen. Müssen wir ausruhen? Ich habe unten eine Anzeige, da ist ein Blitz, da ist ein Viertel weg. Na,
Nach dem Tutorial, okay. Also, das geht hier wohl noch weiter. Alden. Hier kocht direkt ein lecker Süppchen. Nee. Oder verbrennt, wer weiß das schon. Können wir hier was machen? Nee, noch nicht. Aber das sieht auch schon cool aus. Also wenn wir das hier noch weiter verändern können, das ist doch tipptopp. Tipptopp, da sollten wir hin, glaube ich. Jetzt. So, was haben wir hier zu tun? Alter, das sieht ja aus wie bei mir auf dem Desktop. Ist ja der Hammer. LKW-Händler gibt es. Hier können wir mehr Details. Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3. Spezial. Nee. Alten. Übertrieben. Übertrieben. Bad MT. Okay, das gibt es, glaube ich, gerade noch nicht. Übertrieben. 13.000 Ocken haben wir. Ja, nicht schlecht. Was gibt's noch? HQ verwalten. Oh, okay. 13.000. Wir könnten die Werkstatt hier machen. Machen wir aber noch nicht. Wir machen erstmal noch ein paar Aufträge. Nicht, dass wir auf einmal irgendwie, dass uns auf einmal die Kohlen fehlen. Anpassung Werkstatt. Parken. Okay. Und Reifen. Ah, Abnutzung, Reifen. Passende Reifen für Winter. Okay, sehr gut. Das heißt, wir müssen jetzt das Frühjahr und Sommer auf jeden Fall sinnvoll nutzen. Wir könnten hier Darlehen aufnehmen, okay, für den Notfall und Aufträge. Ja, und haben hier Lizenzen, okay. Lizenz ABCD, verfügbare Aufträge. Was haben wir denn? Ich weiß nicht, was wir für Aufträge, für Lizenzen haben. Erfordert einen gewissen Ruf. Von 3 Sternen. Ach du Schande. Stein. Alles rot. Kann ich alles nicht machen. Das könnte ich machen. Müll wegbringen. Ja, dafür bin ich gut. Das kriege ich hin. Hier auch. Massivholz. Easy. Bringt aber auch nur 2000. Bringt 5000 der Müll. Bringt 6000. Nochmal Müll. 2 Sterne. Ja, das sieht auch gut aus. Also hier geht's dann rein in die nächsten Aufträge. Und da würde ich sagen, gucken wir vielleicht einfach nochmal rein die Tage, was denn hier so geht. Bisher, geiles Game. Man fühlt es, ja, das Truckerleben direkt. Es hat schon Style. Vor allem mit der Kabine hinten. Ist ja der richtige Hammer, ey. Einfach mal das, was so in diesen anderen Trucker-Games irgendwie so ein bisschen fehlt. Das ist dann hier noch mit dabei. Was haben wir hier? Ketten. Kannst du in den Winter anlegen. LOL. Winterketten anlegen. Alter, das wird bestimmt noch wild. Ihr Lümmels. Rinje hauen. Wenn es euch gefällt, am 18. geht es los. Einfach mal reingucken in das Game. Und ja, wir gucken hier bestimmt noch mal rein. Da gibt es bestimmt noch 1, 2, 3 mehr Videos zu. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Outer Rhine.